Do not lose hope. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Billy mit einem weiteren Video zu Prince of Persia, The Lost Crown. Heute schauen wir darauf, was das Spiel denn bringt, wie es ist. Ich habe jetzt genug Spielstunden hinter mir in Prince of Persia, um, sage ich mal, einen ersten Test definitiv abgeben zu können und damit natürlich für euch eine Einschätzung, ob das Spiel dann für euch taugen sollte. Haben wir hier bereits den ersten Hit des Jahres 2024. Wäre auf alle Fälle schön, wenn das so wäre. Und ob das so ist, erfahrt ihr gleich hier im Test. Dahinter steckt niemand geringer als Ubisoft Montpellier, die Entwickler des Spiels. Das bedeutet, wir haben hier nämlich ein 2D- bzw. 2,5D Sidescroller Action-Adventure im Metroidvania-Style und Ubisoft Montpellier verantwortlich für Rayman Origins genauso wie für Rayman Legends. Das ist auf alle Fälle ein Gebiet, auf dem sie sich gut auskennen. Das lässt auf alle Fälle schon einmal hoffen, dass das mechanisch alles sehr gut funktionieren wird. Wir schauen auf die Geschichte und da gibt es natürlich dann bei vielen von euch Enttäuschungen. Wir spielen nicht den Prinzen, nein, wir sind dafür da, um den Prinzen zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind nämlich der junge Krieger Sargon, der zu einer persischen Elitegruppe gehört, und zwar die Unsterblichen. Das lässt viel hoffen, aber so richtig unsterblich werden wir nicht sein, denn hier wartet wirklich knallharte Action auf uns, was Jump and Run betrifft, was Sprünge, Ausweichen und Ähnliches betrifft. Der Prinz wird entführt und wir machen uns gemeinsam mit unseren Kameraden, insgesamt 6 an der Zahl, auf dem Weg zum Berg Kaff. Der Berg Kaff wiederum eine mystische Stätte, schon seit 30 Jahren von den Göttern verlassen. Und dieser Ort hat es in sich und vor allem ist er auch schön abwechslungsreich. Das muss man auf alle Fälle sagen, denn die Entwickler haben immerhin 18 unterschiedliche Biome angesiedelt, sodass wir uns in Wäldern aufhalten, in Wüsten, alte Tempelanlagen erkunden und alles grafisch definitiv einen guten Eindruck hinterlässt. Sehr gut wäre übertrieben, aber auf alle Fälle ein guter Eindruck, ein liebevoller Eindruck, lieb gezeichnete Charaktere, gut gezeichnete Charaktere, dazu ein wirklich guter Sound in meinen Augen, gerade die Sprungpassagen, gerade die Kämpfe und die Soundkulisse von der Musik ist es okay, aber die Soundeffekte selber machen wirklich Spaß und dazu kommt überraschend oder besser gesagt bei Ubisoft mittlerweile vielleicht ein wenig gewohnt, kommt natürlich auch eine gute deutsche Sprachausgabe, immer ganz, ganz wichtig. Wer es aber lieber so richtig original hätte, der kann sich natürlich auch gerne die persische Synchro einschalten, denn auch die persischen Stimmen sind mit dabei. Aber wie retten wir denn nun den Prinzen? Mit Sprinten, Springen und Schwingen, so würde ich das einfach mal nennen, denn hier zeigt Ubisoft Montpellier wirklich, was sie mit Rayman bereits gelernt haben. Wir bewegen uns wirklich wahnsinnig schnell durch die Welt. Wir bewegen uns vor allem wahnsinnig korrekt durch die Welt. Ganz, ganz wichtig, die Controller-Eingaben werden wirklich 1:1 umgesetzt. Maustastatur läuft es genauso gut oder beinahe sogar vielleicht noch ein kleines bisschen besser als am Controller. Obwohl, das ist beinahe schon Haarspalterei. Es ist wirklich auf jeder Plattform, also jedenfalls jeder Konsolen-PC-Plattform massiv gelungen, wie wir halt wie ein Blitz wirklich durch diese 2D-Level rauschen, ausweichen, Bodenstampfer machen, Wandsprünge machen, uns durch die Lüfte schwingen und das Ganze, wie gesagt, natürlich im Metroidvania-Style. Das bedeutet, wir bekommen im Verlauf des Spiels immer mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Verfügung, um so dann zum Beispiel einen Doppelsprung zu haben, einen Dash zu haben oder uns mit einem Lasso durch die Gegend schwingen zu können. Da ist einiges dabei, was den Spielspaß auf alle Fälle nochmal massiv erhöht und vor allem natürlich den Erkundungsdrang ganz weit nach oben bringt. Denn Erkundung ist natürlich hier das A und O, Abkürzungen freischalten, zurückkehren zu alten Spots, um dort mit neuen Fähigkeiten neue Geheimnisse entdecken zu können. Und das ist auch ziemlich wichtig, denn diese Geheimnisse führen entweder euch zu Nebenquests oder halt natürlich zu Upgrade-Möglichkeiten für eure Waffen, für eure Heiltränke oder auch für euer Amulett zum Beispiel. Insgesamt 38 unterschiedliche Amulette könnt ihr ausrüsten. Diese könnt ihr ganz frei kombinieren, je nachdem, wie stark ihr schon eure Upgrade-Slots sozusagen am Amuletthaken erweitert habt, um dort unterschiedlich unterwegs zu sein. Und das bedeutet dann auch für euch, dass ihr aufgrund der ausgerüsteten Atra-Kräfte, die ihr zusätzlich auch noch habt, den Spielstil sehr stark an eure eigene Spielweise anpassen könnt. Oder halt natürlich gerade bei den teilweise doch sehr knackigen Bosskämpfen
zusehen müsst, dort wirklich mit dem richtigen Set an Möglichkeiten zu agieren, um dann die Bosse zu schlagen. Ein ganz neues Feature haben sie auch mit eingebaut, finde ich wirklich wahnsinnig nett. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, an bestimmten Orten, wo ihr zum Beispiel nicht weiterkommt, weil euch eine Fähigkeit fehlt, wo eine Schatzkiste ist, an die ihr gerne kommen würdet, für einen späteren Verlauf euch einfach den Spot merken möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, kleine Screenshots zu machen, die auf der Ingame-Map dann dort verewigt werden, ihr euch das Ganze nochmal anschauen könnt und wisst, wohin ihr nochmal zurückkehren möchtet. Das ist wirklich ein sehr geiles, cooles Feature, aber ansonsten habt ihr auch zusätzliche Möglichkeit, bis zu 100 Marker auf der Map zu setzen, um sich zurechtzufinden, denn die Map ist wirklich sehr groß. Die Spielwelt bietet euch wirklich ganz, ganz viel an Möglichkeiten. Ubisoft selber gibt an 20 bis 25 Stunden Spielzeit. Ich sage mal, das ist wirklich knapp geschätzt beinahe, denn wie präzise ihr springen könnt, wie ja, gut euch die ganzen Passagen gelingen, da sind einige wirklich hammerhart schwere Passagen dabei, das macht natürlich auch einiges von der Spielzeit selber dann aus und obendrauf habt ihr natürlich neben diesen 20 bis 25 Stunden für die Hauptquest nochmal 9 Nebenquests und habt so genug Rätsel und Geheimnisse auch noch zu lösen, was dann ebenso dafür sorgt, dass ihr natürlich die Spielzeit nochmal massiv nach oben treiben könnt. Es gibt allerdings natürlich auch für euch Schnellreisepunkte, so dass man sich halt nicht immer von A nach B erneut komplett durch alle Gänge, durch alle Hindernisse hindurch kämpfen muss, sondern das Ganze dann halt per Schnellreise einfach abkürzen kann. Obwohl einem das gar nicht unbedingt immer, ja, sage ich mal, notwendig erscheint, denn es macht wirklich einfach Spaß. Es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Springen, sprinten, es ist an jeder Stelle wirklich einwandfrei umgesetzt. Da ist das Ganze bugfrei. Wenn man dann mal wieder irgendwo an einer Stelle das Zeitliche segnet, kann man sich ganz sicher sein, dass es die eigene Schuld ist, dass dort momentan der eigene Skill an der Stelle versagt hat. Und das finde ich immer sehr gut, wenn ja, es ist nicht irgendeine blöde Kameraführung ist, die dafür sorgt, dass ich daneben springe, sondern halt einfach, man es selber falsch gemacht hat. Und deswegen, da lässt sich Ubisoft selber auf alle Fälle keinerlei Platz für Fehler, sondern hat Kämpfen, Springen wirklich komplett gut umgesetzt. Der Kampf ist auch sehr vielfältig, obwohl wir relativ wenig ja, Waffen zur Verfügung haben. Wir starten natürlich das Spiel mit unseren beiden Doppelschwertern, bekommen dann im späteren Verlauf noch einen Chakram hinzu, bekommen noch einen Bogen dazu, um dann auch entfernte Gegner auf diese Art und Weise ausschalten zu können. Und gespeichert wird an den sogenannten Wack-Wack-Trees, also das sind Bäume, an denen ihr eure Tränke wieder auffüllt, euer Leben wieder auffüllt, eure Verbrauchsgegenstände wieder auffüllen könnt und genauso dort speichert. Und das ist dann für euch auch der Punkt, an dem ihr zurückversetzt werdet, wenn ihr denn euren Lebensbalken ausgehaucht habt. Auch bei den ganz knackigen Sprungpassagen hilft uns der Entwickler ein klein wenig. Und zwar gibt er uns die Möglichkeit, Portale zu nutzen, um dann gewisse Passagen überspringen zu können. Das ist nicht überall der Fall. Es gibt auch genug schwere Passagen, die überbleiben, wo wir diese Hilfemöglichkeit nicht zur Verfügung haben. Andererseits, wenn wir dann das 10. Mal oder 12. Mal an solch einer Passage gescheitert sind, dann fragt das Spiel schon mal, hey, sollen wir dir mal unter die Arme helfen? Sollen wir dich da einmal durchporten durch dieses Level? Oder möchtest du selber weiter probieren? Die Schwierigkeit selber ist auch sehr gut anzupassen. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade und obendrauf kann man sagen einen 5., wo ihr selber dann die Möglichkeit habt einzustellen, wie schwer das Spiel sein soll, wie stark euer Schaden ist, wie stark der Schaden des Gegners ist, wie groß das Parry-Fenster ist. Denn das Parieren ist hier im Kampfsystem auch wirklich sehr, sehr wichtig. Wir weichen entweder aus, wir parieren und wenn wir perfekte Pariermanöver ausführen, dann gibt das auch immer eine schöne Belohnung mit massivem Schaden auf den Gegner. Dazu meist auch noch eine wirklich schicke Animation, die das Ganze vorantreibt. Die Story selber an sich wird auch zwischendurch unterbrochen von kleinen Gesprächen mit Kameraden und anderen Protagonisten des Spiels. Und genauso gibt es immer wieder zwischendurch kleine Zwischensequenzen, die die Geschichte nach vorne bringen. Die Geschichte selber ist nicht so umfangreich. Sie bietet trotzdem die ein oder andere Überraschung auf alle Fälle im Spielverlauf, wie welche Sachen dort zusammenhängen, so dass es doch Spaß macht, diesem kleinen roten Faden durch das Spiel hindurch zu folgen. Als Fazit kann ich sagen, es ist ein Spiel, was wahrscheinlich leider seltener verkauft werden wird, als es wert ist. Es ist ein wirklich ausgezeichnet umgesetztes Spiel. Es macht grafisch genau das, was es machen soll für solch ein Spiel.
Es bietet uns eine solide Grafik, es bietet uns eine perfekt umgesetzte Sprung- und Kampfmechanik. Da gibt es keinerlei Mecker von irgendeiner Stelle. Allerdings müsst ihr natürlich auch diese Art von Spiel mögen. Ein 2,5D Sidescroller, das ist nicht für jeden etwas, aber Fans des Genres werden auf alle Fälle massiv belohnt. Und auch ein Kampfsystem, was, wie gesagt, trotz der wenigen Waffen, die euch zur Verfügung stehen, extrem komplex sein kann, die euch wirklich, ja, sag ich mal, einen gewissen Flow einfach mit hineinbringen und vor allem halt auch bei den knackigen Bosskämpfen immer wieder dafür sorgen, dass ihr nochmal umdenkt, wie ihr die ganze Sache angeht und so dann doch recht großes Arsenal an Fähigkeiten zur Verfügung habt, um das Ganze zu machen. Fans des Genres sollten daher auf gar keinen Fall an diesem Spiel vorbeigehen, sondern wirklich ganz beherzt zugreifen, es in den Einkaufswagen hineinlegen. Es ist für mich in der Beziehung ein absolut ausgezeichnetes Spiel. Es ist extrem umfangreich. Wie gesagt, ich persönlich finde die 25 Stunden, die Ubisoft angegeben hat, zu wenig, denn ehe man hier die Endcredits sieht, vergeht viel, viel Zeit. Je nachdem natürlich, persönlicher Skill ist hier ganz wichtig, denn es gibt natürlich auch die Frustmomente, das sollte euch ebenso klar sein. Natürlich sind es teilweise wirklich knackig schwere Sprungpassagen, die auf euch warten. Und da kann dann halt schon mal beim 10., 11. Versuch eventuell der Frust aus einem herausbrechen und denken, meine Güte, ich will das einfach schaffen. Aber wenn man dann perfekt am Controller ablegt, belohnt einen das Spiel, wie gesagt, mit einer perfekten Umsetzung dessen. Und so seht ihr auf alle Fälle die Endcredits des Spiels und habt bis dahin ganz viel Spaß mit einer abwechslungsreichen oder besser gesagt einer ausreichend abwechslungsreichen Welt. Über 75 Gegnertypen, die zwischendurch auf euch warten. Wenn diese auch, sage ich mal, von der Herausforderung nicht so massiv sind, aber doch, es sind immer wieder welche dabei, wo man denkt, hey, wie gehe ich diese Gegnertype am besten an? Wie kann ich das dort am besten schaffen? Und dementsprechend von mir eine absolut klare Kaufempfehlung für Prince of Persia The Lost Crown, wenn 2D euer Stil ist, wenn Metroidvania euer Stil ist, dann greift auf alle Fälle zu. Es erwartet euch eine ganze Menge Spielspaß. Das war mein kleiner Test zu Prince of Persia The Lost Crown. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Menelaus's boat. What's going on?